Heute bei TMTV schauen wir unter anderem auf Borussia Dortmund. Da könnte es im Sommer, wenn dann Marco Rose neuer Trainer wird, Kaderumstellungen geben. Das wird ein Thema bei uns sein. Außerdem schauen wir auf Oliver Glasner. Der könnte den VfL Wolfsburg im Sommer doch verlassen. Wohin es gehen kann, auch darüber werden wir sprechen. Und wir haben eine richtig coole Top-11 für euch. Da geht es um die Nationalmannschafts-Ära von Joachim Löw und auf die Spieler, die er am seltensten eingesetzt hat. Das und vieles mehr gibt es heute bei uns bei TMTV und wir starten gleich rein mit unserer Gerüchteküche, bei der es unter anderem um Jerome Boateng vom FC Bayern München geht. Der Vertrag vom Innenverteidiger läuft ja zum Saisonende aus und die Sportbild berichtet nun, dass das Aus von Jerome Boateng bei Bayern beschlossen sein soll. Gibt dann offenbar keine Gespräche mehr über eine Verlängerung seines Vertrags, aber Clubs aus England und Italien sollen an Boateng dran sein. Also der wird Optionen haben, wo er dann ab Sommer spielen könnte. Das Gerücht mit dem FC Chelsea, die gehören auch in diese Liste dazu. Das läuft heiß in der TM-Gerüchteküche. Aber hier sind die Gunners mit dabei, die Spurs, auch die Red Devils von Man United, PSG aus Frankreich und auch Juve als mögliche Abnehmer. Denn er wird im Sommer ablösefrei sein. Und vom FC Bayern gehen wir rüber zu Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sollen sich nun offenbar doch mit der Personalie Oliver Glasner als Trainer für die kommende Saison beschäftigen. Zunächst sah es ja nicht danach aus, aber Oliver Glasner hat offenbar im Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim VfL Wolfsburg stehen und könnte dann also doch Nachfolger von Trainer Marco Rose werden und möglicherweise in der nächsten Saison Borussia Mönchengladbach trainieren. In der vergangenen Woche hatte der Kicker bereits über einen Abgang Glasners von den Wölfen spekuliert. Der Vertrag von Glasner läuft bis 2022 eigentlich. Aber wie gesagt, es soll diese Ausstiegsklausel im Sommer geben. Das Verhältnis zu Jörg Schmadtke soll ja bekanntlich auch nicht das Beste sein. Man hört aber auch von der Option Red Bull Salzburg, wenn dort Jesse Marsch den Verein in Richtung Bundesliga verlassen sollte, weil er dann näher an seiner Familie dran wäre. Und mit welchem Personal Marco Rose dann in der nächsten Saison mit dem BVB auf Titeljagd gehen wird, das wollen wir jetzt ein wenig besprechen, denn es könnte ab dem kommenden Sommer schon zu einer Kaderumgestaltung kommen bei Borussia Dortmund. Und wir wollen mal über verschiedene Neuzugänge sprechen, die ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder genannt worden sind. Laut der Sportbild sind Memphis Depay und Manuel Locatelli nach wie vor ein Thema bei den Borussen. Memphis Depay wäre im Sommer ablösefrei. Der Mann, der aktuell bei Olympique Lyon unter Vertrag steht. Ein Außenstürmer, körperlich stark, außerdem erfahren, auch international, würde genau ins Anforderungsprofil vom BVB passen. Und Manuel Locatelli, der 23-jährige Mittelfeldmann von US Sassuolo, der wird ja andere Interessenten natürlich auch noch haben im Sommer, aber er ist weiterhin eben auf dem Zettel des BVB. Auch ihn könnte man sich also gut in der Bundesliga vorstellen. Auch auf der Torwartposition könnte es ja eine Veränderung geben. Marvin Hitz hat den Vertrag verlängert, aber möglicherweise kommt eine neue Nummer 1. Odysseas Vlachodimos wird da immer wieder gehandelt, der Schlussmann von Benfica, der ja aus Stuttgart kommt. Auch dieses Gerücht kommt von der Sportbild, die darüber berichtet hat. Eine Verstärkung für die Innenverteidigung ist auch vorgesehen. Maxence Lacroix, der wurde ja letzte Woche schon auch bei uns thematisiert. Und bei den Abgängen, da könnte es eventuell auch Manuel Akanji erwischen. Ab einer Ablöse von 25 Millionen Euro würde der BVB den Abwehrmann ziehen lassen. Die Frage ist, wer das Geld dann auf den Tisch legt für Manuel Akanji. Außerdem immer wieder die Thematik Jadon Sancho. Geht er oder geht er nicht? Nun ist wieder zu hören, die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Premier League geht, ist sehr hoch. Vieles wird sicherlich davon abhängen, ob Sancho bleibt oder geht, wer dann eben an neuem Personal für die Offensive kommt. Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sollen an Saint-Étienne's Rechtsverteidiger Aimon Mouefek dran sein. Das berichtet France Football. Mouefek ist 19 Jahre jung. Auch Salzburg und Anderlecht sollen Interesse an ihm haben. Der Marktwert von ihm liegt bei 2 Millionen Euro.
Vertrag läuft 2022 aus. Also da ist dann möglicherweise auch ein Schnäppchenpreis möglich für einen jungen, talentierten Spieler, der in dieser Saison immerhin 13 Mal zum Einsatz kam für die AS Saint-Étienne. Auch am zentralen Mittelfeldspieler Romain Favre soll Leverkusen Interesse haben. Der BVB offenbar auch übrigens. Das könnte dann schon teurer werden. 8 Millionen Euro ist der Marktwert des Mittelfeldmanns. Der hat auch noch Vertrag bis 2025 bei Stade Brest. Ein Linksfuß, aber das Gerücht könnte heiß werden. Die L'Equipe hat berichtet. 29 Spiele in dieser Saison, 5 Tore, 3 Assists. Ein richtig guter Wert und auch dieser Spieler ist noch entwicklungsfähig mit seinen 22 Jahren. Die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League wollen offenbar Omar Mascarell für die kommende Saison verpflichten. Wäre dann eine Ergänzung fürs zentrale Mittelfeld der Mannschaft von Nuno Espirito Santo. Die Wolves brauchen Qualität in der Breite. Und die Ablöse soll offenbar bei rund 5 Millionen Euro liegen. Das ist ein günstiger Preis für einen Spieler dieser Qualität. Schalke wird ihn bei einem Abstieg kaum halten können und braucht dann auch Geld. Der VfB Stuttgart möchte Konstantinos Mavropanos erneut leihen bzw. das Engagement verlängern. Der Sportdirektor Sven Mislintat hat das gegenüber The Athletic gesagt, dass er am liebsten eine weitere Saison den Spieler ausleihen möchte vom FC Arsenal. Mavropanos ist mittlerweile Stammspieler in der Innenverteidigung beim VfB. Ein Kauf soll aktuell kein Thema sein. Mavropanos steht bis 2023 bei den Gunners unter Vertrag. Und dann werfen wir einen Blick auf den Tabellenführer der Premier League, auf Manchester City, der ja gestern 5:2 in der Liga gegen den FC Southampton gewonnen hat. Aber auch da geht die Personalplanung ja schon mit Blick auf die nächste Saison los und weiter. Und es geht darum, wer wird beim Verein bleiben. Ein Thema ist aktuell Sergio Aguero, der Rekordtorschütze der Sky Blues mit 256 Toren insgesamt, hat einen Vertrag, der ja im Sommer ausläuft. Und jetzt ist die Frage, bleibt er oder geht er? Nach Informationen des Daily Star möchte Trainer Pep Guardiola den Stürmer von einem Verbleib bei Manchester City über die Saison hinaus überzeugen. Sergio Aguero hat in dieser Saison echt mit Verletzungen zu kämpfen. Dazu eine Corona-Erkrankung gehabt in dieser Spielzeit. In der Liga hat er noch kein einziges Tor erzielt. Das sieht ihm aktuell gar nicht ähnlich. Ein neues Vertragsangebot gibt es offenbar auch für Kevin De Bruyne. Im Januar hat der belgische Superstar noch ein Angebot über eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Citizens abgelehnt. Das Team von Trainer Pep Guardiola möchte nun aber nach Informationen der Times einen neuen Versuch starten, neues Angebot abgeben. Demnach möchten die Sky Blues ihren Superstar mit einem neuen Vertrag und einem wöchentlichen Gehalt von kolportierten 360.000 Euro umgerechnet binden. Der belgische Nationalspieler steht in Manchester noch bis 2023 unter Vertrag, soll aber als Schlüsselspieler noch langfristiger gehalten werden. Und Achraf Hakimi, der ehemalige Bundesligaspieler, ist im Visier von zwei Londoner Topclubs, nämlich vom FC Arsenal und dem FC Chelsea. Aktuell steht Hakimi ja bei Inter Mailand unter Vertrag und zeigt dort sehr solide Leistungen unter Trainer Antonio Conte. Bei Arsenal könnte der Ex-Dortmunder Hector Bellerin ersetzen, sollte der im Sommer wechseln. Und bei den Blues wäre die unter Thomas Tuchel offensiv gestaltete Wingback-Position eine Möglichkeit im Team für ihn. Beide Mannschaften können sich auch aufgrund der finanziellen Situation rund um die Besitzer von Inter Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. Und dann schauen wir noch in unseren News-Ticker hinein auf Eintracht Frankfurt und eine Personalie, die in den nächsten Tagen sicherlich noch heiß diskutiert werden könnte. Denn Eintracht Frankfurt verweigert Freddy Bobic die vorzeitige Vertragsauflösung und will ihn im Sommer nicht kampf- und kostenlos ziehen lassen. Der Aufsichtsrat habe den 49-Jährigen darauf hingewiesen, dass sein Vorstandsvertrag ohne jede Kündigungs- und Ausstiegsmöglichkeit noch bis zum 30. Juni 2023 läuft, das habe ich zitiert. Das teilte also der Verein mit und Bobic habe dies bestätigt und erklärt, dass er sich vertragskonform verhalten und dementsprechend seinen Vertrag einhalten wird.
Also bleibt Freddy Bobic möglicherweise doch länger in Frankfurt. Galatasaray zieht Konsequenzen aus einem kritischen Interview von Younes Belhanda und setzt den offensiven Mittelfeldspieler vor die Tür. Am Mittwoch verkündeten die Türken die einseitige Auflösung des Vertrags mit dem Marokkaner, der eigentlich noch bis Juni in Istanbul gebunden war. Belhanda hatte in einem Interview der Clubführung sehr direkt Nachlässigkeiten im sportlichen Bereich vorgeworfen. Blick in die zweite Liga. Holstein Kiel bindet Alexander Injowski. Der auslaufende Vertrag des 30-jährigen defensiven Mittelfeldspielers wurde bis 2023 verlängert. Für die Störche ist er flexibel einsetzbar. Deswegen macht diese Vertragsverlängerung auch absolut Sinn. In dieser Saison kommt er bislang auf 10 Einsätze. West Ham United baut nach der laufenden Saison ein weiteres Jahr auf Stammkeeper Lukas Fabianski. Der 35-Jährige, der sich langsam der Marke von 100 Einsätzen für die Hammers nähert, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2022. Das hat der Club gestern verkündet. Bislang ist es eine echt starke Saison von Lukas Fabianski im Tor der Überraschungsmannschaft der Liga. Und wir bleiben in der Premier League, schauen zu Manchester United. Ex-Profi Darren Fletcher steigt dort nämlich zum technischen Direktor auf. Der war zuvor einer der Trainerassistenten von Ole Gunnar Solskjaer. Er soll auch weiterhin eng mit dem Trainer zusammenarbeiten und sich nun aber auf einen koordinierten und langfristigen Ansatz zur Spieler- und Kaderentwicklung konzentrieren. Zudem soll er dabei helfen, die Verflechtung zwischen der Academy und der ersten Mannschaft der Red Devils aufrechtzuerhalten. Am Dienstag hat Joachim Löw sein Ende als Bundestrainer nach der Europameisterschaft im Sommer angekündigt. Sein Karriereende bedeutet das aber nicht, das hat der 61-Jährige gegenüber Sport1 bestätigt. Er hat gesagt, ich bin total motiviert und freue mich auf die bevorstehenden Länderspiele im März und auf die EM. Meine Trainerlaufbahn wird danach aber nicht vorbei sein, denn ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern. Ja, und Joachim Löw ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Background-Thema heute, denn es geht nochmal um die Amtszeit von Jogi Löw bei der deutschen Nationalmannschaft. Er ist Weltmeister geworden 2014, das ist natürlich sein größter Erfolg. Und wir wollen auf die Top 11 gucken, der Spieler, die am meisten Einsätze in der Nationalmannschaft unter Joachim Löw hatten. Manuel Neuer im Tor. Das ist die Viererkette, wo ja eine kleine Überraschung schon dabei ist. Marcel Jansen, 36 Einsätze da auf der Linksverteidigerposition. Mertesacker, Boateng und Lahm ist relativ klar. Auch das Dreier-Mittelfeld mit Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos und Mesut Özil. Vorne auf den Flügeln Lukas Podolski und Thomas Müller und Mario Gomez. 78 Mal hat er unter Jogi Löw gespielt. Das sind also die 11 Spieler bzw. die Mannschaft auf den jeweiligen Positionen mit den meisten Einsätzen unter Jogi Löw. Zwei Spieler sind nicht Weltmeister geworden, nämlich Marcel Jansen und Mario Gomez. Und wo wir schon dabei sind, haben wir uns gedacht, machen wir auch noch eine ganz spezielle Top 11 aus der Ära von Joachim Löw, nämlich quasi ja, umgekehrt. Welche Spieler haben die wenigsten Einsätze unter Joachim Löw in seiner Ära bestritten? Da wäre Hans-Jörg Butt im Tor. Ein einziger Einsatz, Spiel um Platz 3, WM 2010. Viererkette mit Christian Günther, Christian Schulz, Marvin Kompair und Oliver Sorg. Alle Jungs mit einem Einsatz. Diego Demme, Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold, André Hahn, Paul Freier, auch der hat einen Einsatz gemacht unter Löw und vorne Marc Uth. Also das ist dann mal eine ganz spezielle Mannschaftszusammenstellung. Auch Sebastian Jung und Tobias Weiß haben jeweils einen Einsatz unter Löw bestritten, aber die haben jetzt in diese Elf nicht mehr reingepasst. Und das war's schon wieder mit TMTV. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ihr könnt natürlich wie immer über die verschiedenen Themen mit uns diskutieren. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare zu den verschiedenen Transfermöglichkeiten, zum Beispiel beim BVB oder auch über einen möglichen Wechsel von Oliver Glasner zu Borussia Mönchengladbach. Und ihr könnt weitere Videos von TMTV gucken, zum Beispiel hier die aktuelle Situation bzw. die Situation im Sommer beim FC Schalke 04. Was passiert mit dem Club? Wer kommt? Wer geht? Sollten die Königsblauen absteigen? Oder auch hier unten unser aktuellstes Video.